mit dem Schnaps. Danke. Mir ist das Schnaps gerichtet. Ihr dürft, glaube ich, auch bitte trinken laufen. Trink! Da ist der Schnaps. Da ist Barbara und hier. Okay. Ihr könnt auch an der Theke noch was zum Trinken holen, wenn ihr wollt. Gerne. Gebracht hast, dass wir die heute einfach begrüßen dürfen nach so einem Wahnsinns-WM-Erfolg. Das ist echt der Wahnsinn. Und ich habe auch schon mal ein bisschen geschaut. Du hast sowieso, also du hast wieder mal den ganzen Winter wahnsinnige Leistungen gehabt. Also bei 22 Wettkämpfen warst du 10-mal auf dem Podest und davor habe ich gesehen, warst du 2-mal Vierte. Ich finde, Vierte ist immer ganz vierter Platz. Also vielleicht sagt man vielleicht schon, also nur 2 Halbproteste oder so. Dann, die Weltcup-Saison ist ja noch nicht ganz vorbei. In derzeitigen Stand hast du ja Gesamtweltcup, bist du Zweiter. Da kann ich ja noch mal was tun. Und ja, wir finden es immer ein bisschen schade, dass die Weltcup-Saison so lang ist, weil wir hätten nämlich heute Clubmeisterschaft Alpin gehabt. Da hätten wir die schon mal gern wieder dabei. Vielleicht auch mit der Sprung. Also, herzliche Gratulation zu deiner Weltmeisterschaftsergebnisse. Gold auf der Normalschanze, Gold im Teamspringen der Damen, Gold im Mixteam und Bronze auf der Großschanze. Einfach Wahnsinn. Und zum Skifliegen, da geht es ja auch nochmal dann nach Norwegen am 19.03. Da soll es ja auch nochmal dann hoch hinausgehen, auf alle Fälle. Und wir haben jetzt gedacht, dass es noch ein bisschen höher hinauf geht, haben wir für die ein Geschenk, wo wir, weil wisst ihr, da hättest du dich drüber freuen. Und zwar hast du vom Musik- und Trachterverein und vom Skiclub hast du einen Tandem-Fallsprung von East kriegst du. Also vielen lieben Dank. Magst du auch noch? Also ich habe den Namen von allen geschwätzt, natürlich auch vom Fanclub. Vielen lieben Dank. Und zu Ehren von dir spielt Musik jetzt auch noch die Nationalhymne. Ja.
Ich muss noch gar nicht ins Bild. Nein, du hast nicht. Ich muss mich auf die Hand. Nein, ich muss mich auf die Hand.